Willkommen zurück zu einer neuen schockierenden Folge. Little Hope, freut mich, dass du da draußen wieder ganz schockiert mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Folge Nummer 2, es geht weiter mit dem Spiel hier. Also bis jetzt haben wir ja noch gar nicht so viel gesehen, aber an sich mag ich solche Spiele. Until Dawn ist einer meiner Lieblingsspiele, war natürlich hervorragend. Man of Medan war in Ordnung und ich glaube auch Little Hope wird mich für 4-5 Stunden auf jeden Fall ganz gut unterhalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze mit einer Bewertung unterstützen würdet. Dauert ja nur ein Sekündchen und jetzt schauen wir uns die dümmsten Tode von Amerika an. Niemand von den heute hier Anwesenden kennt die Ursache für diesen tragischen Unfall. Doch es ist tröstlich zu wissen, dass diese Familie nun zusammenruht. Für immer. Sie sind nun alle bei Gott. Wo zur Hölle ist Daniel? Kann ihn nicht finden. Ich weiß nicht. Magst du vielleicht helfen, anstatt nur herumzublödeln? Okay, das ist die Familie. Sie ist wieder da. Was hat er denn überhaupt? Vielleicht nur eine Gehirnerschütterung. Halb so schlimm. Okay, Herr Lehrer. Oder doch lieber Herr Doktor? Warum rufst du nicht um Hilfe? Vielleicht hört dich ja jemand. Habe ich schon versucht, aber klar. Okay, je nachdem, wie wir uns verhalten. Hey Andrew, Kumpel, wie geht's dir? Wo sind wir? Was ist passiert? Ein Busunfall ist passiert, aber wir leben noch halb so wild. Wenn du meinst. Kann mich an keinen Unfall erinnern. Du stehst wohl unter Schock. Dein Kopf hat richtig was abgekriegt. Aber das wird schon wieder. Bleib hier, ganz ruhig. Okay, wahrscheinlich kann ich nie reden. Scheißteil, verdammter Mist! Nur totes Gewicht. Immer mit der Ruhe, okay? Wir kriegen das irgendwie hin. Weil hier permanent gesprochen wird. Wir schauen gemeinsam eigentlich einen interaktiven Film. Und je nachdem, wie wir uns verhalten und entscheiden, verändert sich eben das Ereignis der Geschichte. Daniel, 20 Jahre. Das war der ältere Bruder oben auf dem Dachboden. Fuck! Wo ist mein Handy? Okay, grob und verständnisvoll. Hey, ist da jemand? Hey, Daniel, bist du's? John, du Daniel? Lebst. Taylor, alles gut? Mir geht's gut. Uns geht's übrigens auch gut. Alles okay bei dir? Alles gut. Ich komm schon zurecht. Hey, John, wie kam es wohl zu dem Unfall? Weiß nicht. Da war was im Weg und der Fahrer wollte wohl ausweichen. Wo ist er eigentlich? Keine Ahnung. Seltsam. Hier ist er schon mal nicht. Schaffst du es hoch zu uns? Sieht recht steil aus.
Ich könnte diesen Pfad da nehmen. Gut, dann mach das. So kommst du zur Straße. Wir treffen uns dort. Guter Plan. Bis gleich. Hey, Taylor. Komm, helf mir Andrew auf die Beine. Warte, ich weiß gar nichts mehr. Wer bist du? Ist okay. Du hast dich gestoßen. Ich bin John, dein College-Professor. Wir haben einen Ausflug im Bus gemacht, aber das ging nicht gut aus. Der Unfall stand nicht auf dem Plan. Wir finden die anderen und holen Hilfe. Stell dir vor, es wäre eine Übung zur Charakterbildung. Alles klar. Es geht nichts über Teamwork. Ich hatte einen Traum. Er war so real. Flammen rundherum, es war schlimm. Der Schlag auf den Kopf muss gesessen haben. Der Weg, dem die anderen folgen, mündet in die Straße. Treffen wir sie da. Reden wir darüber. Warum weg hier? Wir haben keinen besseren Ort zum Warten. Nein, das wird nichts bringen. Am besten suchen wir die anderen und gehen dann in die Stadt und finden hoffentlich Hilfe. Wo ist der Fahrer? Sollte er nicht zurück sein? Der Fahrer hat's richtig gemacht. Er sucht Hilfe in der Stadt. Hast recht. Gehen wir. Ich komme mit. Ich hab recht? Je schneller wir Hilfe holen, umso schneller kommen wir heim. Bleib dicht hinter mir. Sag mal, bumsen die beiden? Ich meine, wirkt irgendwie so persönlich, als hätten sie irgendwie eine Affäre. Ich meine, die Kleine... Dieser Fahrer haut einfach ab und lässt uns sitzen. Vielleicht wusste er es nicht. Vielleicht hat er einen Schock. Er ist verantwortlich für seine Passagiere. Er kann nicht einfach abhauen. Die kleine, süße Studentin mit dem College-Professor. Was haben wir denn hier? Alright, ich bekomme irgendwie alles 200 Mal erklärt. Die wilde Magie. Eine Geschichte des modernen Heidentums von S. Dutton. Ein Augenöffner. Weekly Report. Räumt mit einigen historischen Irrglauben auf. Inspirierende Arbeit. Anne Jackson. Ein faszinierender Einblick. American Books Magazine. Das Buch Die wilde Magie, eine Geschichte des modernen Heidentums, ist eine Einführung in die bewegte und komplexe Geschichte des modernen Heidentums. Dutton beschäftigt sich mit dem Thema, die von den Ursprüngen und der Verfolgung während der frühen Tage des Christentums bis hin zur Akzeptanz und immer größer werdenden Beliebtheit in der heutigen Zeit reicht. Okay, ein Busfahrer, der sowas liest. Kapitel 4. Objekte in Verbindung mit heidnischem Glauben. Jahrhundertelang wurden heilige Objekte mit heidnischem Glauben in Verbindung gebracht. Gegenstände haben keine Kraft, aber sie können die Energie des Nutzers konzentrieren und kanalisieren. Ihre Formen bedeuten etwas. Objekte können helfen, eine Verbindung mit Ahnen herzustellen, spirituelle Antworten zu finden, tiefe, introspektive Gedanken zu erlauben oder Nachrichten des Universums zu interpretieren. Heilige Gegenstände sind für alle Aspekte des Heidentums wichtig. Symbole wie das Pentagramm, der Mond oder der Kristalle sind je nach Jahreszeit wichtiger oder weniger wichtig und sie sind eng mit der Erde und anderen Naturen verbunden. Das Wiccan-Jahr ist ein landwirtschaftlicher Kreislauf, der mit dem Julfest beginnt, der Wintersonnenwende, die für den Tod und die Wiedergeburt der Sonne steht. Objekte wie das Bowline und der Kelch werden mit besonderen Ereignissen wie dem Anfang und dem Ende der Ernte in Verbindung gebracht. Jahreskreise sind Ornamente, aber das Bowline dient in der Zeremonie einem praktischen Nutzen, um Kräuter oder Schnüre zu schneiden. Das Heidentum hat viele Seiten, was durch die Menge der heiligen Objekte veranschaulicht wird. Das Wissen über ihre Verwendung wird über Tradition und durch esoterische Schriften überliefert. Einige Heiden besitzen ein Buch der Schatten, eine Auflistung der zu verwendenden Objekte. Der Mond wird häufig als Fokus für zyklische Zeremonien verwendet. Er gilt oftmals als weiblich und wird mit Intuition und Geheimnissen in Verbindung gebracht. Werkzeug. Heilige Objekte sind Werkzeuge, die oft einem nützlichen Zweck dienen. Das Bowline, der Stab und die Lanze werden nicht verehrt, sondern in Ritualen eingesetzt. Sie sollen Veränderung bringen und den nächsten Teil der Zeremonie durchschneiden, durchdringen oder Klänge einleiten.
Praktizierende Heiden stellen fest, dass die spirituelle Verbindung durch die Fertigung ihres eigenen Werkzeuges gestärkt wird. Nicht alle Objekte müssen jedoch gekauft oder hergestellt werden. Gefundene Objekte wie Gegenstände des Haushaltes können ein effektiver Ersatz sein, beispielsweise eine Teetasse für einen Kelch. Okay, sehr viel Text, sehr viel Information und die perfekte Abendlektüre für unseren Busfahrer. Klar, sowas habe ich auch immer dabei. Meine heidnische Bibel mit tollen Tipps, tolle Tipps und Tricks für den Alltag und den Haushalt. Werden Sie jetzt ein guter Heide? Hey, Daniel, hey ihr! Ich hab einen Namen. Wie schlagt ihr euch da unten? Der Weg ist echt übel, aber uns geht's gut. Dieser kleine Umweg ruiniert meine Klamotten. Das ist das Schlimmste? Deine Klamotten sind hin? Echt? Hey, die Sachen kosten bestimmt mehr, als du im Leben verdient hast. Ich hab genug Geld. Keine Sorge. Von Geld will sie sicher noch mehr hören. Hey, was ist hier los? Nicht viel, will sie nur bei Laune halten. Daniel, hast du dein Handy? Ich hab überhaupt kein Signal. Ist wohl beim Unfall runtergefallen. Warten wir die ganze Nacht hier? Wir gehen weiter. Tschüssi. Tschüssi, viel Spaß da unten, da ist ein Wendigo. Oder ein kleines Mädchen, da würde ich eher den Wendigo nehmen. Apropos Wendigo, kommt nicht irgendwie hier so ein Guillermo del Toro Film raus mit irgendeinem Wendigo? War da nicht irgendwas? Habe ich ja nicht Trailer gesehen, bevor der ganze Corona-Zirkus losging? Okay. Ich kann mich umsehen. Alles klar. Oh, ist das ein Witz? Und jetzt? Sieht aus wie aus einem kranken Horrorfilm. Da hast du wohl fast recht. Ich kenne sowas aus Büchern. Damit werden böse Geister abgewehrt. Himmel, das ist echt die Nacht der Albträume. Definitiv. Kranker Wicker-Mist. Und ich muss sagen, ich beneide euch nicht besonders. Ganz ehrlich. Welcome to Little Hope. Hoffnung aufgeben. Kennst du die Stadt? Little Hope? Nein. Ich glaube nicht. Das solltet ihr beide kennen. Warum habe ich noch nie davon gehört? Im Ernst, dieser Ort ist geschichtsträchtig. Ist faszinierend. Okay, Woher weißt du das alles überhaupt? Ich bin Akademiker. Anders als ihr, lese ich. Ruhig, Einstein. Alles, was du weißt, weiß ich mit einem Smartphone. Dein Phone ist ohne Signal gar nicht so smart. Da hat er recht. Ich meine, das merke ich auch immer wieder. Die Leute können nur googeln, aber sie wissen nichts mehr. Okay, was haben wir hier drüben? Schön, euch beide zu sehen. Endlich. Ist alles okay? Klar. Der Ausblick war klasse. Ihr habt euch ja echt viel Zeit gelassen. Habt mir Sorgen gemacht. Aber ganz sicher. Am Tor ist eine Kette. Wir kommen nicht durch. Seht euch um. Vielleicht findet ihr etwas, um es aufzubrechen. Damit sollte es gehen. Bereit? Ich drücke auf meiner Seite. Bereit. 3, 2, 1, los! Na, wer sagt's denn? Gut gemacht, ihr zwei. Irgendwie eine merkwürdige Truppe, oder? Also, was jetzt? Auf in die Stadt. Vielleicht hilft uns jemand. Und die Stadt heißt wie? Na, Little Hope natürlich. Na, das klingt ja einladend. Spotte du nur, aber Little Hope hat eine düstere Vergangenheit. Na, nee, ich sag gar nichts. Hier ist was Schlimmes passiert. Vor langer Zeit. Und du willst uns davon erzählen? Ich glaube, ich mag weder dich noch deinen Tonfall. Ich lauf mich gerade erst warm. Willst du noch mehr?
Versuch's mal mit Höflichkeit. Von Höflichkeit reden, aber selbst über Taylor lästern. Was gab's da zu lästern? Muss er immer deine Ehre verteidigen? Zeig doch mal etwas Rückgrat, Liebes. Okay. Darauf muss ich ja wohl nicht antworten. Schluss jetzt. Deine Streitsucht braucht hier wirklich keiner. Das geht dich überhaupt nichts an. Wir verlieren wertvolle Zeit hier. Können wir bitte einfach weitergehen? Meinst du echt, das ist ein guter Plan? Das mit der Stadt? Besser als nichts. Vorhin klang der Plan gut, aber jetzt kommen mir doch Zweifel. Und was jetzt? Wir zwei könnten ja zum Bus zurückgehen. Nein. Okay. Och nein. Ich glaube immer noch, das Schlaueste wäre, wir blieben zusammen. Du wirst noch froh sein, dass wir das nicht gemacht haben, wenn wir dich mit unserem Taxi retten. Ja, schön in den Nebel gehen. Ist in Ordnung, ist immer gut. Tolle Idee. Verlaufen? Nein. Wir sind zurück. Was ist hier los? Irgendjemand will uns wohl verarschen. Schau an, erst verliert er sein Gesicht, dann die Orientierung. Was meinst du damit? Dass du verrückt bist. Unmöglich. Hey, ich weiß nicht, was du uns beweisen willst, aber wir haben Besseres zu tun. Daniel! Hey, Vorsicht! Pass auf! Lass den Scheiß und sag mir, was hier abgeht! Wir gehen jetzt zusammen. Langsam wird es echt lächerlich. Vergib mir. Was? Ich bin noch weggelaufen! Ich flippe aus! Wir sitzen fest! Ich verstehe das nicht! Sie hat recht. Wir sind echt von euch weggelaufen. Wieso sind wir dann wieder hier? Okay, wie wär's damit? Wir gehen gemeinsam. Wir kamen von da, also sollten wir diesen Weg zurück können. Bitte bleibt alle dicht beieinander. Keine Nachzügler. Sollen wir Zweierreihen bilden? Okay, okay, ich komme. Ich mag Angela nicht. Hand hoch, wer haben will, dass Angela stirbt. Okay, ich sehe ganz viele Hände. Du da hinten, ist das eine Hand oder masturbieren? Ich sagte Hand hoch. Ja, geht doch. Okay, die Mehrheit will, dass Angela stirbt. Ich gebe zu, das ist ein bisschen komisch. Ein bisschen. Nicht nur ein bisschen. Na, glaubt ihr mir jetzt? Ich hab's euch doch schon gesagt. Wir sitzen fest. Wir kommen hier nicht weg. Was machen wir jetzt? Beruhigt euch, Leute. Es gibt bestimmt eine logische Erklärung. Vielleicht sind wir ja verreckt. Tja, nette Theorie. Aber ich glaube, wir sind alle noch lebendig. Soweit ich weiß, standen Seelenwanderungen nicht auf dem Stundenplan. Ich hab auch eine nette Theorie. Ohne deinen scheiß Ausflug wären wir gar nicht hier. Jetzt sitzen wir in Little No Hope fest. Ich hör wohl nicht recht. Als hätte ich ahnen können, was uns passiert. Das liegt nicht an mir. Ist das dein Ernst? Nicht in diesem Ton. Ich suche doch nur eine Erklärung. Genau wie du und alle anderen. Was ist auf einmal mit den Stimmen? Jetzt trainieren wir alle durch. Tut mir leid. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Ich verstehe es nicht. Du hattest recht, es ist wie in einem Albtraum. Ist okay. Wir schaffen das. Zusammen finden wir hier raus. Hat einer von euch einen besseren Plan? Sagt Bescheid. Vielleicht träumen wir. Wir müssen hier weg. Und zwar nicht klar denken. Ich hätte den Sport auswählen können. Warum ich? Seid ihr bitte mal still? So kommen wir nicht weiter. Und finden auch keine Hilfe. Er hat recht. Es bringt nichts, wenn wir einander anzicken. Wir müssen als Team arbeiten. Danke. Denken wir logisch. Der Nebel liegt zwischen uns und dem Bus. Es liegt kein Nebel zwischen uns und der Stadt. Also gehen wir dahin. Was soll es bringen, wenn wir uns weiter vom Bus entfernen? Es gibt nichts in dem Bus, das uns jetzt weiterhilft. In der Stadt gibt es Leute und Telefone und so.
Ich gebe ihm nur ungern recht, aber diese verdammte Stadt ist jetzt unsere letzte Hoffnung. Ist doch ein guter Plan. Wohin gehst du? Ohne mich? Komm schon, wir gehen mit. Lass uns erstmal zusammenbleiben. Warum? Warte mal, kann ich hier hin? Warum müssen eigentlich Frauen immer so hart rumbitchen? Ich meine, Angela ist die ganze Zeit nur am Rumzicken. Sie hier macht auch die ganze Zeit irgendwie nur auf, ich bin die große Mama, ich habe Ahnung. Denn ich habe, glaube ich, mit John eine Affäre oder sowas. Immer hier dieselbe Nummer, ne? Andrew, der Milchbubi, ist der Einzige. Okay, eine Knarre. Was sehen wir hier? Knarre. Alright. Von dir entdeckte Bilder kannst du im Bereich Sammlung und Charaktere erneut ansehen. Herr Andrew, der Milchbubi ist der Einzige, der so ein bisschen Logik hat. Ah, der denkt ein bisschen mit. Okay, das erinnert natürlich an die Totems. Was hatten wir in Man of Medan? Hatten wir da auch Bilder? Ich glaube, wir hatten Bilder, oder? Wir hatten diese Gemälde. Bin mir gar nicht mehr so genau sicher. Wann kam das überhaupt raus? Letztes Jahr? Ja, ich glaube, letztes Jahr hatte ich extrem viele Probleme mit Werbefreundlichkeit und ob die Videos überhaupt auf YouTube laufen dürfen. Glaubst du echt, das könnte sein? Hab mal was davon gehört, dass das Hirn noch eine Weile weiterlebt nach... Naja. Dem Tod. Vergiss es. Das war sicher nur dummes Zeug. Wir sind in Silent Hill. Ist doch ganz klar, Nebel. Kannst nicht aus der Stadt raus. Klassisches Silent Hill. Hey, Mietz. Komm her. Okay, die ist weg. Also wenn ich sowas hätte wie, ich renne in die Richtung und komme immer wieder am selben Punkt raus, würde ich ungefähr 20 Mal damit rumspielen. Und dann würde ich sagen, alles klar. Silent Motherfucking Hill. Okay, da drüben ist noch... gefällt mir nicht. Echt unheimliche Bude. Freibier in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Es wird gruselig. Ich bin gespannt. Ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.